Genau, das vielleicht noch am Rande. Wir werden unmittelbar nach der PK direkt einen kleinen Fototermin noch für alle Fotografen im Stadion machen und vor dem Training nachher dann auch nochmal mit allen Neuzugängen. Also, es kommen alle auf ihre Kosten. Dann würde ich sagen, starten wir. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung unseres neuen Cheftrainers Stefan Leitl, den ich hier ganz herzlich oben auf dem Podium und bei Hannover 96 begrüße. Ebenso neben mir auf dem Podium sitzt Markus Mann, unser Sportdirektor. Und Markus, ich würde direkt einmal mit dir einsteigen. Nimm uns doch einfach einmal nochmal mit. Was zeichnet Stefan Leitl aus deiner Sicht aus? Ja, erstmal von meiner Seite auch herzlich willkommen zum Saisonstart, zum Trainingsauftakt. Wir hatten ja gestern die Spieler schon gesehen. Ich freue mich, dass es wieder losgeht. Gestern auch die Spieler begrüßen zu können, oder die meisten haben wir gesehen, sind uns alle über den Weg gelaufen. Trainer hat schon mit allen gesprochen und auch die Neuzugänge, die jetzt alle hier angekommen sind. Und von daher freut es mich, dass es wieder losgeht. Wir hatten eine relativ kurze Pause und trotzdem haben wir ja auch einiges vor in der Vorbereitung, die Dinge uns richtig für auf die Saison vorzubereiten, die Mannschaft so schnell wie möglich zusammenzubekommen, dass der Trainer so schnell wie möglich ein Gefühl für die Mannschaft bekommt und dass ich das einspielen kann. Deswegen sind wir auch ein, zwei Tage früher dran als vielleicht andere mit dem Saisonstart. Und von daher, Stefan, von meiner Seite auch an dich. Wir hatten es jetzt nochmal offiziell. Inoffiziell hatten wir schon ein paar Mal. Herzlich willkommen bei Hannover 96. Ich freue mich sehr, dass du und André den Weg nach Hannover gefunden haben. Um auf deine Frage jetzt endlich einzugehen. Ich glaube, es ist in den letzten Wochen ja schon ein bisschen was geschrieben worden, logischerweise, da die Verpflichtung oder schon ein paar Tage her ist. Von daher glaube ich, muss ich nicht mehr alles wiederholen, aber vielleicht die Kernpunkte, dass wir uns sehr freuen, dass das geklappt hat, mit Stefan, einen sehr begehrten Trainer von Hannover 96, überzeugen zu können. Ich glaube, die Vergangenheit hat es gezeigt, dass er eine Mannschaft sehr gut entwickeln kann, die Mannschaften nach und nach immer die Handschrift mehr und deutlicher zu sehen gewesen ist, welchen Fußball er spielen will, dass wir aktiv spielen oder seine Mannschaften immer aktiv gespielt haben, einen Gegner im Ballbesitz unter Stress gesetzt haben, um so schnell wie möglich wieder in Ballbesitz zu kommen. Einen attraktiven Fußball gespielt. Er hat einen sehr, sehr engen Draht zur Mannschaft, kann die Dinge, die er, wie er sich das vorstellt, sehr gut rüberbringen, eine Mannschaft auf dem Weg mitzunehmen, zu überzeugen, wie er spielen möchte. Davon hat er einen ganz klaren Plan. Und das sind alles Dinge, die uns dazu bewogen haben, um ihn zu kämpfen, ihn davon zu überzeugen, hierher zu kommen. Und wie gesagt, dass das gelungen ist, davon sind wir sehr überzeugt, dass das eine sehr, sehr gute Entscheidung für Hannover 96 war. Und trotzdem muss ich auch darauf hinweisen, wir sind dann ein neues Team oder viele, wir haben einige Neuzugänge zum heutigen Zeitpunkt, 9, wenn man Maxi Bayer dazu zählt, 10, wobei den würde ich jetzt einfach als Vertragsverlängerung nehmen. Wir haben mit Stefan und André zwei neue Chef oder neuen Cheftrainer, neuen Co-Trainer, sodass man da auch sicherlich ein bisschen Zeit braucht, bis das ein und andere, dass die Räder ineinander greifen. Und dessen sind wir uns aber bewusst. Von daher glaube ich, dass wir Stück für Stück immer besser werden. Und aber jetzt heute erstmal froh sind, dass es losgeht und dass wir loslegen können. Markus, vielen Dank. Stefan, nochmal herzlich willkommen. Wir sind ja relativ früh dran, auch was die Vorbereitung oder den Vorbereitungsstart angeht. Wie sehr freust du dich auf die Aufgabe und wie gehst du es an hier bei 96? Ja, von mir natürlich auch erstmal ein Moin zusammen. Erstmal Markus, vielen Dank für deine Worte natürlich. Ich freue mich sehr, jetzt endlich heute hier sitzen zu dürfen. Ich habe über die Zeit hinweg, Markus und ich kennen uns ja schon sehr lange, wir hatten immer wieder Kontakt. Ja, als dann die intensiven Gespräche begannen, habe ich von Beginn an ein super Gefühl gehabt. Wir hatten einen sehr guten Austausch in sehr guten Gesprächen und war schnell davon überzeugt, dass ich jetzt erstmal unbedingt nach Hannover möchte, und ich habe noch jemanden an meiner Seite mit André Mijatovic, mein Co-Trainer, und wir haben das dann besprochen und für uns war klar, dass wir unser Weg soll nach Hannover gehen, und auf diese Aufgabe, auf diese Herausforderung möchte ich auch
auch betonen, freuen wir uns sehr und sind voller Tatendrang. Und ich habe das ja schon mehrmals auch erwähnt. Ich kann es kaum abwarten, jetzt mit den Jungs auf dem Platz zu stehen. Und von daher ist die Freude ja auf den Trainingsauftakt jetzt auch riesengroß. Ablauf war gut. Wir hatten sehr viele Gespräche mit den Spielern, mit jedem Einzelnen fast. Ja, Markus hat gesagt, ich habe alle gesprochen. Leider ist mir das noch nicht ganz gelungen. Aber ich habe noch ein paar Tage Zeit, die Mannschaft jetzt kennenzulernen. Und wie gesagt, dann geht es für uns jetzt in den ersten paar Tagen darum, sich zu beschnuppern, sich kennenzulernen, die Jungs auf dem Platz zu sehen, wie sie sich bewegen, wie sie kommunizieren und einfach ein Gefühl füreinander zu bekommen. Und ja, dann geht es darum, fleißig zu sein, ja, viel zu arbeiten, eine hohe Arbeitsmoral an den Tag zu legen, anzupacken, um ein aktives Spiel auf den Platz zu bekommen. Und das sind so die ersten Schritte, die wir gehen wollen. Stefan, vielen Dank auch dir. Bevor wir zu Ihren und euren Fragen kommen, noch ein Statement bitte von euch. Wir haben ja gerade die erneute Leihe von Maxi Beier bekannt gegeben. Markus, magst du einmal noch mal kurz was zu Maxi Beier sagen? Ja, gerne. Es war ja bekannt gewesen, dass wir uns sehr bemüht haben um ihn, dass er noch mal ein Jahr hier bleibt. Ich habe das ja auch immer wieder kommuniziert, dass wir daran arbeiten und dass wir nicht locker lassen, ihn noch mal ein Jahr hier in Hannover sehen zu können. Und ich hatte auch immer gesagt, wir können da, glaube ich, selbstbewusst an die Sache rangehen, ohne auch anderen Vereinen zu nahe zu treten, dass wenn er nicht nach Hoffenheim zurückgeht, können wir, glaube ich, schon so selbstbewusst sein, zu sagen, wo soll es anders besser sein für ihn. Und das war sicherlich auch unsere Argumentation, dass er hier letztes Jahr viele Einsätze hatte, dass er hier einen sehr, sehr guten Stand hat, dass wir wissen, was wir an ihm haben, dass er schon auch dafür steht, dass wir auch junge Spieler einbauen wollen und dass auch der Weg für junge Spieler nach Hannover ein guter sein kann. Und deswegen sind wir natürlich sehr froh, dass er sich nochmal für ein weiteres Jahr Leihe entschieden hat, auch in Zusammenarbeit mit der TSG Hoffenheim. An der Stelle möchte ich mich da auch bedanken, dass das nochmal funktioniert hat. Und und Maxi ist, glaube ich, mit seiner Entwicklung noch nicht komplett am Ende. Und da geht es jetzt darum, ihn weiter zu fördern. Und Maxi bleibt auch sehr, sehr gerne hier. Das hat er ja auch vor einigen Wochen schon mal kommuniziert. Und von daher ist, glaube ich, Maxi schon auch mit einem Beispiel, wofür wir stehen wollen, dass wir einen frischen, attraktiven Fußball spielen wollen. Und deswegen sind wir sehr froh, dass das geklappt hat. Stefan, magst du auch noch was sagen? Auf welchen Spielertypen, auf welchen Spieler freust du dich? Ja, ich freue mich natürlich sehr, dass Maxi bei uns bleibt. Ich glaube, eine Grundvoraussetzung war auch, dass Maxi auch tatsächlich in Hannover bei uns bleiben wollte. Und Markus konnte das dann realisieren. Bin sehr froh. Ein junger Spieler, der über großes Potenzial verfügt. Ich glaube, man hat das letztes Jahr schon gesehen. Der befreit auf den Platz geht, sich auch seiner Stärken bewusst ist. Ist immer so, dass junge Spieler natürlich auch Schwankungen unterliegen. Das ist in meinem Empfinden aber ganz normal. Dahingehend muss man sie bestärken und auch den Mut haben, ihnen die Chance weiterhin zu geben. Und das hat Maxi letztes Jahr die ersten Schritte im Profifußball getan. Und wir sind überzeugt davon, dass wir ihn weiterhin begleiten können, um noch mehr aus seinem Potenzial herauszuholen. Und das bedarf Spielzeit, ja, das ist auch klar. Und wenn er die Leistung in der letzten Saison in diesem Jahr auch bringen kann, dann wird er ja auch Spielzeit bekommen. Und ich glaube, das ist elementar für einen jungen Spieler. Und deshalb bin ich sehr froh, dass diese Zusammenarbeit auch fortgesetzt wird. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu Ihren und euren Fragen. Ich würde einmal darum bitten, um ein Handzeichen, und dann kommt Sebastian mit dem Mikro. Jonas Schemkus hält schon den Arm hoch. Hier vorne sitzt er, zweite Reihe, genau. Und dann kann es losgehen. Stark, dass der Name schon drauf ist, ja. Erstmal hallo Stefan Leitl. Der Sportchef hat es gerade angesprochen. Das ist ein Trainer, der durch gute Arbeit, vor allem in den letzten 3 Jahren in Fürth, auch begehrt war auf dem Markt, der sich für Hannover 96 entschieden hat.
Was hat Hannover dir oder Ihnen denn geboten, was es anderswo nicht gibt? Was hat den Ausschlag gegeben, zu 96 zu kommen, von einem Bundesliga-Absteiger zwar, aber zu einem Verein, der im letzten Jahr in der zweiten Liga nicht das erreicht hat, was er erreichen wollte? Zuallererst brauche ich ein Gefühl für Menschen. Dieses Gefühl hatte ich sowohl bei Markus, dadurch, dass wir uns lange kennen, auch die Gespräche mit Herrn Kind waren sehr gut. Das ist mal das Erste. Zum Zweiten, diese Aufgabe und diese Herausforderung hier in Hannover zu übernehmen, hat mich auch gereizt. Ja. Es ist ein großer, traditionsreicher Club, der ja, ein Bundesliga-Standort sein kann, definitiv. Und das war zum einen mal der Reiz. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ja, wir gehen jetzt in die vierte Saison, zweite Liga. Ja, das brauchen wir auch nicht wegdiskutieren. Und das wird natürlich dann auch immer schwieriger, dort dann ja, diesen Schritt nach oben zu gehen oder sich zu verbessern. Und das ist meine Aufgabe und unsere Aufgabe jetzt. Und ich habe das ja auch schon gesagt, dass zum einen dieser Reiz unheimlich groß ist, besser zu sein als in den vergangenen Jahren und die nächsten oder den ersten Schritt jetzt mal zu gehen. Und ich freue mich wahnsinnig, ja, bei einem großen Verein jetzt arbeiten zu können und freue mich auf diese Herausforderung. Machen wir hinten in der dritten Reihe weiter. Ja, hallo Herr Leitl. Sie sprachen von Reiz, das ist das eine, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch Druck da. Wie groß ist der Druck jetzt gerade, vierte Saison in der zweiten Liga, wie groß ist der Erfolgsdruck bei Ihnen und wie gehen Sie damit um? Ja gut, Druck hat ja jeder in unserem Bereich, deswegen lernt man natürlich auch mit Druck umzugehen. Die Frage ist, wie kanalisierst du das Ganze und filterst du diesen Druck? Ich glaube, wir haben klar kommuniziert, wo wir hinwollen. Mit der Mannschaft, mit Hannover 96, dass wir auch den Weg der kleinen Schritte gehen wollen. Ja. Wir wollen wieder für was stehen, ja, für eine Aktivität, für einen aktiven Fußball. Und das sind die ersten Schritte, die wir gehen wollen. Fußball ist immer ein Ergebnissport, ja, aber ich glaube, wir sollten schon auch unsere persönliche Leistung in den Vordergrund stellen, zum Ersten, ja, um gut zu performen auf dem Platz. Und das wollen wir uns in den nächsten Wochen, ja, durch harte Arbeit, das habe ich auch schon gesagt, erarbeiten, um gut gerüstet dann in die Saison zu gehen. Und so der Plan, wie wir die nächsten Wochen auch angehen wollen. Fabian Wittke vom NDR macht weiter. Guten Tag, Herr Leitl, Fabian Wittke vom Norddeutschen Rundfunk. Eine Frage habe ich, gelesen, Sie haben auch gerade eben gesagt, ein Gefühlsmensch. Sie brauchen die Stimmung, Sie brauchen das Vertrauen in die Menschen und Sie erwarten auch mental viel von Ihren Spielern. Das war in der Vergangenheit immer wieder zu lesen. Auf was müssen sich die Spieler einstellen? Wird das stressig, auch für den Kopf? Ja, kann stressig werden, klar. Es ist natürlich so, dass wir die Jungs jetzt erstmal kennenlernen wollen, so wie ich es eingangs schon erwähnt habe. Das heißt, sich beschnuppern. Ich brauche ein Gefühl für die Jungs auf dem Platz. Natürlich kenne ich jeden einzelnen Spieler, den einen oder anderen natürlich auch persönlich und vielleicht auch ein bisschen besser. Trotzdem braucht man Gespür. Und dann ist es schon so, dass es nicht nur physisch darum geht, Grenzen zu verschieben, sondern natürlich auch mental. Das heißt, über intensive Trainingseinheiten, weil das die Basis für unser Spiel sein wird. Ja. Nochmal, ja, wir wollen aktiv sein im Spiel gegen den Ball und aktiv sein im eigenen Ballbesitz. Und das gilt dann auch, Stresssituationen zu überstehen und meistern zu können. Und deswegen wird es anspruchsvoll, sicherlich in der Ansprache, im Wording. Es wird viel, ja, Gesprächsbedarf einfach geben, auch viele Analysen. Und trotzdem geht es darum, auf dem Platz Leistung zu bringen und auch mit Freude und Spaß an die Sache ranzugehen. Und das möchten wir vermitteln. Und werden wir auch vermitteln und ich bin davon überzeugt, dass die Jungs schnell zusammenfinden werden und das auch annehmen werden. Dirk Tiedenberg hatte sich gemeldet, Hatz und NP. Ja,
Tag, Herr Leitl, Dirk Tietmerk, gesagt. Eine Frage, die Spieler, die Sie jetzt vorfinden bei Hannover 96, inwiefern auch mit den Neuzugängen, ist das auch schon mit Ihrer Mannschaft? Das heißt, es gab einen großen Umbruch im Mittelfeld, vor allem viele Neuzugänge. Harvard Nielsen ist es mit dabei, den Sie kennen, vielleicht zu ihm nochmal ein Wort, weil er gestern bekannt gegeben worden ist. Und mit der Verpflichtung von Harvard Nielsen und der Verlängerung quasi von Bayer ist damit die Stürmersuche abgeschlossen, weil braucht man ja nur auf die Tabelle zu gucken, was hat gefehlt bei Hannover 96? Tore. Sind Sie dann noch weiter auf der Suche? Ja, erstmal zu Harvard natürlich. Es ist so, dass ich natürlich glücklich bin, dass er hier in Hannover jetzt ist. Eine Grundvoraussetzung war aber auch, dass Howie sich gegen Fürth entschieden hat und dort nicht verlängern wollte. Und im Nachgang eben sich für uns entschieden hat. Er ist ein Spielertyp, der nicht nur in vorderster Front spielen kann. Ja, es ist nicht der typische Stoßstürmer, sondern ist ein Spieler, der sowohl im Sturm als auch im Mittelfeld beheimatet ist, der sehr flexibel einsetzbar ist und uns einfach eine weitere Option in der Offensive bietet. Die intensiven Gespräche mit Markus fanden statt, als Spieler schon verpflichtet wurden. Trotzdem war ich darüber natürlich informiert und zeigt ja auch den klaren Weg. Ich meine, das kann Markus ja nochmal auch bestätigen, den klaren Weg, den Hannover und den wir in der Zukunft auch gehen wollen. Ja, es war schon auch notwendig, ein bisschen jünger zu werden, ja, und da einen Austausch vorzunehmen. Ich glaube, man hat auch gesehen, welches Spielerprofil gesucht wird anhand der Neuzugänge und auch sicherlich ein Kriterium, dass die Spieler ablösefrei sind. Und da hat Markus natürlich schon sehr gut vorgearbeitet. Und wie gesagt, in die letzten Transfers dann, als dann klar war, dass ich in Hannover beginnen werde, war ich dann auch involviert. Das Mikro kommt. Waren jetzt natürlich auch viele, viele Sachen in zwei, drei Fragen gepackt, ist schon klar. Habe ich eine vergessen, gell? Ja, die Stürmersuche halt. Ne? Also wünschen Sie sich noch jemanden anhand der Quoten auch, der Stürmer, die da sind, in der Frage, wünschen Sie sich noch jemanden, der dort vorne die Tore macht? Aktuell ist es so, dass ich mit dem vorhandenen Kader in die Vorbereitung starten möchte. Ich möchte auch jedem Spieler die Chance geben, sich zu zeigen. Und dann liegt es an den Jungs, ja. Ich habe das auch offen und ehrlich mit ihnen kommuniziert, zu performen über Trainingsleistungen. Wir haben viele Freundschaftsspiele, viele Vorbereitungsspiele, sie können sich zeigen und dann werden wir sicherlich nochmal intern kommunizieren, ob wir noch was machen wollen oder nicht. Und ich glaube, dass das auch jetzt der richtige Weg ist und auch der faire Weg gegenüber den Jungs. Gibt es weitere Fragen? Lars Beike von der Bild. Ja, auch von mir guten Tag. Ich habe eine Frage an den Manager. Nochmal eine Rückfrage zu Maxi Bayer. Es ist eine weitere Leihe. Ist denn diesmal eine Kaufoption möglich oder war das wieder ein aussichtsloses Unterfangen? Ja, das war dieses Mal auch nicht möglich. Und aber auch selbstverständlich, wenn man sich auf die andere Seite hineinversetzt, Hoffenheim hat auch eine sehr, sehr hohe Meinung von Maxi. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Maxi irgendwann auch erste Liga spielen kann. Und dementsprechend war der Hoffenheim nicht gesprächsbereit. Aber wie gesagt, wenn man es objektiv betrachtet, auch völlig verständlich. Jonas Champos nochmal. Wenn wir noch eine Frage an den Trainer. Wir haben jetzt gerade über die Stürmersuche gesprochen. Der Kader ist ja relativ groß, jetzt mit dem du in die Vorbereitung startest. Welche Spielertypen fehlen dir denn trotzdem noch in der Mannschaft? Oder sagst du, so wie wir jetzt gerade aufgestellt sind, ist das schon okay, wenn wir in die Liga so gehen? Also vor allem linker Verteidiger zum Beispiel ist ja noch nicht so voll. Frage beantwortet. Die Frage zuvor schon beantwortet habe. Grundsätzlich will ich mit dieser Mannschaft jetzt in die Vorbereitung starten und eben auch die Chance geben, sich zu zeigen. Natürlich haben wir die Linksverteidigerposition noch nicht doppelt besetzt und das ist sicherlich eine Position, um die wir uns noch kümmern müssen. Das war's? Vorerst ja.
Fabian Wittke vom NDR, einmal auf der rechten Seite. Herr Leitl, mich erinnert diese Situation bei Hannover 96 jetzt so ein bisschen an Ihre Startphase bei Greuther Fürth. Den Verein haben Sie damals dann übernommen, als er eben auch, sag ich mal, so mit ein bisschen Ach und Krach, wie man so schön sagt, den Abstieg in die dritte Liga verhindert hat. Hannover 96 hat jetzt auch nicht ganz so früh den Klassenhalt in der zweiten Liga perfekt gemacht. Sie kommen jetzt aus der ersten Fußball-Bundesliga. Würden Sie sagen, dass es in Ihrer Trainerkarriere jetzt ein Fortschritt, ein Rückschritt, ein Stillstand? Wie würden Sie diese Station hier beschreiben? Ja, zum einen ist es ja nicht ganz richtig, weil ich ja in Fürth unter der Saison begonnen habe. Ja, ich habe die Mannschaft damals nach einem Negativlauf übernommen und noch zum Klassenerhalt geführt und dann eben sind wir in die neue Saison gegangen. Deswegen sind die Situationen nicht vergleichbar jetzt. Ja, ich kann jetzt starten mit einem fast kompletten Kader und ja, in eine Vorbereitung, in der einfach viel Zeit ist, um sich kennenzulernen. Das mal zum einen. Also ich bin ganz froh, dass ich mir meinen Schritt selbst aussuchen konnte mit Hannover 96 und dass ich das auch voller Überzeugung mache und bin auch froh, dass Hannover in Form von Markus und Herrn Kind auch diese Überzeugung in mich hatte, weil es stand ja auch eine Vertragsklausel, ja, und Hannover war bereit, diese Klausel zu ziehen. Und ich war von Anfang an bereit, hier nach Hannover zu kommen. Deswegen ist es für mich ein logischer und auch der Schritt, den ich gehen wollte. Und deswegen bin ich sehr glücklich darüber. Eine Nachfrage noch. Sie haben gesagt, die Tradition, die ist Ihnen auch nicht unverborgen geblieben hier bei Hannover 96. Ich glaube, die Emotionen sind in den vergangenen Jahren so ein bisschen eingeschlafen, sodass immer mehr eine gewisse Gleichgültigkeit vielleicht auch in der bundesweiten Aufmerksamkeit zu spüren war. Und da meine ich jetzt gar nicht so die Fans, die natürlich trotzdem hinter dem Verein stehen. Inwiefern wird es auch eine Aufgabe von Ihnen sein, diese Emotionen hier wieder zu entfachen, dass Hannover 96 auch wieder emotional für etwas steht? Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, für etwas zu stehen, so wie ich es ja auch schon erwähnt habe und dass eine gewisse Art und Weise, Fußball zu spielen, Leute natürlich emotionalisieren oder vielleicht ja auch faszinieren kann. Ich glaube, wichtig wird sein, dass die Menschen hier in der Stadt auch merken, dass die Jungs bereit sind, alles zu geben für diesen Verein. Und in erster Linie sind wir dafür verantwortlich, Emotionen zu schüren über Performance, über Leistung. Ja, und das habe ich ja auch schon gesagt. Wir sollten zu Beginn definitiv die Leistung in den Vordergrund stellen. Fußball, klar, Ergebnissport, aber erstmal an die eigene Leistungsgrenze zu kommen, ja, um dann Ergebnisse zu erzielen. Und das wird wichtig sein für uns. Mit einer Art und Weise oder mit einem intensiven Fußballspiel, ja, die Leute auf unsere Seite zu bringen, die Stadt hinter uns zu bringen und dann bekommst du auch eine andere Aufmerksamkeit. Und das ist eine Aufgabe, das sind die ersten Schritte, die wir einleiten wollen. Nochmal, abgesehen von den Ergebnissen, die du natürlich brauchst, um auch in Ruhe zu arbeiten. Kevin Schwank von der Bild macht weiter. Ja, Herr Leitl, auch von mir ein Moin Moin. Sie haben gesagt, man muss jetzt ein bisschen beschnuppern und die Leute kennenlernen. Ein paar kennen Sie ja schon. Aber was für ein Trainertypen können sich denn die Spieler freuen? Sind Sie eher so der Kumpeltyp oder regiert jetzt die harte Hand? ja, was bedeutet harte Hand? Disziplin ist unheimlich wichtig. Ja, und das ist natürlich etwas, was wir im Trainerteam und im Staff auch vorleben wollen und auch müssen, um den Übertrag dann auch auf die Mannschaft zu schaffen. Auf der anderen Seite bin ich ein Trainertyp, der sehr nah an seiner Mannschaft ist. Ich will viele Gespräche führen, ich muss den Menschen kennenlernen, so wie ich es eingangs schon erwähnt habe, ich brauche ein Gespür für die Jungs. Meine Tür ist immer auf. Ja, sie können mit allem kommen, was sie bedrückt, was sie eventuell belastet oder wenn sie auch mal einen Rat brauchen. Und ich bin ein Trainer, der den Teamgedanken über alles stellt. Und das erwarte ich von meinen Spielern, dass wir schnell zu einer Einheit werden und dass wir schnell zu einem Team werden, dass sich jeder Einzelne integriert und ja einfach eine hohe Arbeitsmoral an den Tag legt, um besser werden zu wollen. Und das erwarte ich von meinen Jungs.
Lars Beike von der Bild. Weil die Vorlage so schön war, frage ich direkt nach. Also ihre Tür ist immer auf, trotzdem werden die Spieler ja anklopfen müssen. Und wenn sie reinkommen, sagen sie dann Herr Leitl oder sagen sie dann Stefan und Trainer zu Ihnen? Ja, in der Tat ist es so, dass sie momentan offen steht, die Tür. Aber es gibt natürlich Situationen, wo sie gerne klopfen dürfen. Nein, wir sind beim Du, Trainer Du. Ist okay für mich. Haben wir weitere Fragen in der Runde? Dirk Tiedenberg nochmal. Ja, eine Frage. Als zum ersten Mal der Gedanke kam, Hannover 96 sogar als Trainer, als Cheftrainer übernehmen zu können, woran haben Sie da vielleicht als erstes gedacht oder an welche Spiele erinnern Sie sich jetzt mal abgesehen von den Spielen Fürth gegen Hannover 96? Da ging es ja mal so und mal andersrum aus. Woran haben Sie da als erstes gedacht? Was war da so Ihre Figur oder Ihr Spiel oder Ihre Erinnerung? Ja, tatsächlich war der erste Gedanke jetzt erstmal ein negativer für Hannover, weil ich habe mich an das Spiel erinnert, das gegen Fürth war, in Fürth, ja, als wir gewonnen haben, damals noch mit Fürth. Ja, ich hatte viel Kontakt und auch Bezug über Hannover 96, über die Situation. Ja, André Breitenreiter war hier Trainer. Ich habe mit Volkan Bulut den Fußballlehrer zusammen gemacht. Das heißt, wir hatten da schon auch immer Austausch und das war natürlich dann auch immer präsent. Harald Gärtner war hier in Hannover. Also es gibt Verbindungen, die ich natürlich habe, auch von Menschen, die hier bei diesem Verein waren, jetzt in Fürth, Sergio Pinto und natürlich auch, die durchweg immer positiv auch über den Verein gesprochen haben und dann natürlich mit Markus jemanden hier, den ich sehr, sehr lange kenne und das waren meine Bilder, spezielle Spiele, ja, man erinnert sich natürlich an das gewonnene Pokalfinale, ja, dann die Aufstiege damals in die Bundesliga waren natürlich präsent aufgrund der Tatsache, dass ich gewisse Personen eben kannte. Das waren so die ersten Gedanken, die ich mir gemacht habe und der zweite Gedanke war dann sofort, okay, wie kann ich hier erfolgreich arbeiten? Und dann ging es eben los. Dann haben wir einmal ganz hinten in der letzten Reihe. Walter Berking von H1 Fernsehen. Eine Frage eigentlich an Herrn Mann und Herrn Leitl. Herr Mann, Sie sagten eben, dass Sie 9 neue Spieler vorgestellt haben. Heißt das, dass wir zu Beginn der Saison eine komplett neue Mannschaft auf dem Spielfeld sehen werden? Oder sind das eher Backup-Spieler? Und wenn ja, neue Mannschaft, ist das nicht ein gewisses Risiko, mit einer komplett neuen Mannschaft in eine neue Saison zu gehen? Dann müssten Sie die Frage trotzdem eigentlich an den Trainer richten, weil er macht nachher die Aufstellung. Nein, wir haben ja bei den Neuzugängen, unser Ziel war es, die Mannschaft zu verjüngen. Wir haben das, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Wir haben allerdings auch ein paar ganz junge Spieler dabei, von denen wir sicherlich nicht erwarten können, dass sie am ersten Spieltag hier die Mannschaft zum Sieg führen. Wir sind auf allen Positionen eigentlich so besetzt, dass wir irgendwo einen Platzhirsch haben und einen Herausforderer. Und wir trauen uns aber allen jungen Spielern zu, über kurz oder lang da wirklich Druck zu machen und auch spielen zu können. Deswegen haben wir sie auch geholt. Und ja, es werden sicherlich, da gehe ich jetzt mal davon aus, dass es nachher nicht alle 9 in die Startelf schaffen am ersten Spieltag, dürfen das aber natürlich sehr gerne. Wir haben ja auch noch Spieler aus dem letzten Jahr, die definitiv auch ihre Qualitäten haben und die das auch schon unter Beweis gestellt haben. Am wichtigsten ist es, dass die Mischung passt und wie wir es auch schon ein paar Mal erwähnt haben, dass wir uns das so schnell wie möglich finden. Und ganz eingangs hatte ich es ja auch gesagt, das kann tatsächlich auch ein bisschen dauern, dass nicht von heute auf morgen alles reibungslos funktioniert. Da müssen wir uns reinarbeiten, wir müssen fleißig sein, dass das so schnell wie möglich passiert. Aber ich glaube, da jetzt einen Zeitraum zu nennen, ab dem 12. Oktober ist alles gut, das können wir, glaube ich, nicht. Und dafür ist Fußball auch nicht immer alles vorhersehbar. Aber unsere Pflicht ist es einfach, so viel wie möglich dafür zu tun, dass es so schnell wie möglich geht. Aber uns ist bewusst, dass es auch ein bisschen Zeit dauern kann. Fabian Wittke vom NDR und danach Dirk Tiedenberg. Herr Leitl, ich habe gelesen, Sie haben mal eine Geburtstagsparty Ihres Sohnes absagen müssen, weil Sie mit Greuther Fürth aufgestiegen sind und zur Aufstiegsparty mussten. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie im kommenden Jahr die Geburtstagsparty Ihres Sohnes wahrnehmen können? Wir würden es hierher verlegen. Einfach. Ja, genau. Wir würden den Sohn hierher einladen. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wann der letzte Spieltag ist, vielleicht hat mein Sohn dann wieder Geburtstag, aber ich muss mir einiges anhören von meinem Sohn, ja. Würden Sie sich wieder so entscheiden?
Ich würde es versuchen, dass er dann hier wäre, ja, zumindest. Dirk Tietenberg. Ich springe jetzt mal im Alter wieder ein bisschen weiter rauf, aber nicht ganz so weit. Es ist ja auch, also über Emotionen haben wir ja gesprochen, mit intensivem Spiel haben Sie gesagt, also was noch zu Emotionen gehört, ist gewiss eine Art von Identifikation mit der Mannschaft, die da unten auf dem Feld steht. Dazu gehört natürlich auch die Sehnsucht in Hannover, die eigene Jugend irgendwie auch mal auf dem Feld zu sehen. Wenn man über Sie etwas liest, dann liest man immer, ja, da fördert die Jugend und so weiter. Was können Sie vielleicht selbst dazu sagen? Und Tresoldi, wenn Sie ja schon gesprochen haben, und Yannick Lührs ja auch, wieder eine neue Chance, wieder Spieler, die im Kader sind. Was sagen Sie zu diesem Weg oder wie ist da Ihr Weg? Ich glaube, dass Markus die Frage schon beantwortet hat, ja, indem diese Neuausrichtung, dieser Neuaufbau eben auch dahingehend gestaltet wurde, dass wir jünger werden und jungen Talenten auch die Chance geben. Ich glaube, dass für Hannover es wichtig war, dass Spieler wie Maxi Bayer, den Markus ja letztes Jahr geholt hat, dass die Jungs gesehen haben, okay, es gibt eine Chance, sich hier zu zeigen in Hannover. Und ich glaube, dass uns das auch in dieser Transferperiode einfach gut zu sich gestanden hat, dass wir auch Enzo Leopold von Freiburg hierher geholt haben, Erik Ullmann, junge Spieler. Und dann natürlich den eigenen Nachwuchs, ja, mit Yannick Lührs und Nicolo Tresoldi, die jetzt fester Bestandteil erstmal des Profiteams sind und die wir fördern und fordern wollen. Und ja, sie sollen sich hier zeigen, sie sollen mutig Fußball spielen und wir wollen sie auf ihrem Weg begleiten und letztendlich zählt die Leistung, die man bringt und wenn, egal wie der Spieler dann heißt, ja, wir sind in einer Leistungsgesellschaft und wenn das dann im Zusammenspiel oder Zusammenverbund mit der Mannschaft klappt, dann hat hier jeder die Chance auch zu spielen, auch junge Spieler aus der eigenen Akademie und da werde ich definitiv auch ein Auge drauf haben und werde mich da auch immer wieder kurzschließen und Informationen sammeln und das Ganze auch beobachten, um hier auch den Jungs aus unserer Akademie die Chance zu geben. Jonas Schemkus, Hatz NP, macht weiter. Eine Frage an Markus Mann. Markus, der Trainer hat den Weg der kleinen Schritte angekündigt, würde ich es jetzt mal sagen. Aus Managersicht, wie groß dürfen die Schritte sein? Wie ist denn auch vielleicht die mittelfristige Planung? Der große Chef Martin Kind hat ja schon mal gesagt, so 2-3 Jahre, dann würde er gerne hoch. Wie schätzt du das ein? Und eine Doppelfrage, wann war denn tatsächlich der erste Kontakt mit Stefan Leitl, in dem es darum ging, ob er sich das mit 96 vorstellen könnte? Ja, ich hatte es ja gerade eben in der vorherigen Frage auch schon gesagt, im Fußball ist nicht alles vorhersehbar oder nicht alles auf den Tag genau planbar. Ich glaube, wir wissen die Situation schon richtig einzuschätzen und realistisch einzuschätzen, dass nicht immer alles von heute auf morgen geht. Dinge müssen sich entwickeln, Dinge müssen sich festigen und dann hängt es auch manchmal davon ab, wie startet man in eine Saison rein und so weiter. Wir wissen das richtig einzuschätzen. Von unserer Seite wird es keine große Töne geben, weil wir Schritt für Schritt gehen wollen. Das hatte ich in den letzten Wochen auch immer wieder betont. Und wie groß die Schritte dann sind, ich glaube, das ist von unserer Seite heute auch nicht vorhersehbar, weil, wie gesagt, verschiedene Dinge damit reinspielen. Aber wir wissen die Situation realistisch einzuschätzen. Wir wollen uns verbessern. Wir wollen attraktiveren Fußball spielen. Wir wollen eine Mannschaft auf dem Feld haben, bei der man merkt, dass sie gerne für Hannover 96 spielt. Das sind unsere ersten Ziele und sind uns aber auch bewusst, dass im Fußball Ergebnisse dazugehören. Und die wollen wir natürlich so schnell wie möglich überwiegend in die positive Richtung lenken. Und trotzdem haben wir einen Plan. Du hast es selbst gesagt, über 2 oder 3 Jahre. Keiner beschwert sich, wenn die Schritte nachher größer sind, wenn es die richtige Richtung ist. Aber trotzdem muss das vernünftig und realistisch angegangen werden. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, durchgehend im Verein, dass man den ersten vor dem zweiten Schritt machen sollte und nicht heute schon von größeren Zielen zu sprechen, dass Hannover 96 natürlich ein ambitionierter Verein ist und irgendwann in die Bundesliga zurück will. Ich glaube, das wissen wir alle und ich glaube, wünschen uns das auch alle, sonst wären wir hier fehl am Platz. Und trotzdem geht es eben nicht mit Hand auflegen.
Die zweite Frage, das ist jetzt schon ein bisschen her, ich kann das gar nicht mehr ganz genau einordnen. Wir kannten uns ja, wir waren immer mal wieder im Kontakt, auch wenn wir, hatte ich auch schon mal gesagt, nicht jede Woche zum Kaffee getroffen haben. Und trotzdem waren wir immer mal wieder im Kontakt gewesen. Es gab die Ausstiegsklausel mit dem 30.04. Und in den Tagen da davor hat sich das eben dann konkretisiert, sodass wir die dann nachher ziehen konnten. Dann geht's weiter in der dritten Reihe, fast ganz außen. Ja, erstmal natürlich herzlich willkommen bei Hannover 96, Herr Leitl. Meine Frage ist, 9 externe Neuzugänge bisher. Und Sie haben schon gesagt, Sie wollen sich jetzt erstmal ein Bild von den Jungs machen und dann gucken, was geht. Meine Frage ist trotzdem vielleicht an Herr Leitl und Herr Mann. Sollten Sie sehen, da ist noch Luft nach oben. Wie viel Spielraum haben Sie mit Blick auf Transfers, vielleicht auch mit Blick auf Ablösesummen? Also wir sind ja relativ früh dran. Ich glaube, was die Anzahl der Neuzugänge angeht oder der Stand des Kaders zum heutigen Zeitpunkt, sind wir, glaube ich, schon sehr, sehr weit. Und das Transferfenster öffnet ja jetzt eigentlich erst demnächst offiziell. Und dass immer wieder Bewegung drin sein kann, das ist ja kein Geheimnis und das kann auch bei uns passieren. Aber das heute vorherzusagen, ist schwierig. Wir haben jetzt im Moment auch eine relativ hohe Anzahl an Spielern, sodass wir jetzt nicht mehr einfach dazunehmen können, sondern uns das jetzt anschauen, der Trainer und das ganze Trainerteam sich ein Bild machen können. Und dann müssen wir schauen, ob sich im Laufe der Zeit nochmal was bewegt oder ob nochmal Bewegung reinkommt, ob vielleicht der ein oder andere Spieler vielleicht auch nochmal einen Verein findet oder gehen möchte. Das wird sich im Laufe der Wochen zeigen. Fabian Wittke, nochmal. Stefan Leitl, wie schätzen Sie die Stärke der kommenden zweiten Liga ein? Jetzt sind mit Schalke 04 und Werder Bremen keine zwei klassischen Zweitligisten aufgestiegen und mit Arminia Bielefeld und Greuther Fürth keine klassischen Erstligisten abgestiegen. Würden Sie sagen, die zweite Liga hat an Attraktivität verloren oder ist sie attraktiver geworden aus Ihrer Sicht, weil die Chance mit Hannover 96 besteht, oben mitzuspielen? Ich glaube, grundsätzlich ist die zweite Liga sehr attraktiv. Natürlich verlierst du große Clubs jetzt in die Bundesliga, aber die Leistungsdichte ist gleich geblieben in der zweiten Liga und es ist wichtig, dass du die Prioritäten der zweiten Liga annimmst und um dort zu bestehen. Das ist kein einfaches Unterfangen und ich erwarte eine sehr ausgeglichene Liga. Ich erwarte viele 50-50-Duelle. Wenn man sich die Mannschaften bisher ansieht, es gibt keinen großen Ausreißer, der jetzt dieser Top-Favorit sein könnte. Auch bei den Aufsteigern aus der dritten Liga, große Traditionsvereine, die jetzt hochgekommen sind, mit Kaiserslautern als Beispiel. Und von daher erwarte ich eine sehr, sehr ausgeglichene Liga. Kevin Schwank von der Bild macht weiter. Herr Leitl, Sie haben das Leistungsprinzip schon ausgerufen. Inwieweit gilt denn das auch für die Keeper? Ist Ron-Robert Zieler jetzt schon die klare Nummer 1 oder muss auch er sich besonders anstrengen? Ja gut, ich glaube, das wurde auch schon kommuniziert. Wir haben natürlich jetzt aktuell im Torhüterteam 5 Keeper aktuell. Ja, und erstmal, glaube ich, ist es da wichtig, vielleicht noch den einen oder anderen dann oder den einen abzugeben und dass wir da eine gute Leistungsstruktur dann auch reinbekommen. Und Ron hat letztes Jahr eine richtig gute Runde gespielt, muss man auch sagen. Er war sehr stabil und deshalb spricht jetzt auch nichts dagegen, dass er am 15. Juli dann in der Kiste steht. Jonas Schemkus macht weiter. Bleibe ich nochmal beim Trainer. Wenn man nicht aus Hannover kommt, dann hat Hannover nicht den allerbesten Ruf als schöne Stadt, um da zu leben. Wie war denn Ihr erster Eindruck von Hannover? Haben Sie schon eine Wohnung gefunden? Haben Sie überhaupt schon was gesehen von der Stadt oder war das alles hier in der HDI-Arena und sonst nichts? Also ich kann das nicht bestätigen, was Sie jetzt gerade sagen. Also ich habe schon ein bisschen was gesehen von Hannover. Ja. Ich habe eine schöne Stadt gesehen. Ich habe sehr offene und nette Menschen schon kennengelernt. Und das hat nochmal diese Entscheidung auch unterstrichen, dass es für mich der richtige Weg war, hierher zu kommen. Und ich freue mich jetzt einfach auf die Zukunft.
Was sich aktuell nicht so einfach gestaltet, ist die Wohnungssuche. Ja, das stimmt, aber momentan geht es ja, so wie ich es ja auch schon jetzt mehrmals gesagt habe, darum zu arbeiten. Und ein Plätzchen zum Schlafen findet sich dann schon. Lars Beike, genau, hatte sich noch gemeldet. Eine Frage an den Markus Mann, direkt zu der Torwartsituation. Gibt es denn was Neues bei Martin Hansen? Wird er nachher mittrainieren? Gibt es eine neue Entwicklung? Ist irgendwas passiert über Nacht? Nein, es gibt jetzt keine neue Entwicklung. Im Endeffekt das Gleiche, wie wir gestern auch kommuniziert hatten. Wir sind in Gesprächen und darüber hinaus ist das jetzt ein Thema, das uns jetzt nicht so... ja, nicht minütlich beschäftigt. Stefan hat es angesprochen, wir sind im Torwart-Team noch ein bisschen zu groß. Deswegen sind wir in Gesprächen, das auf ein gesundes Maß zu reduzieren. Aber auch da ist es so, da kann ich heute nicht sagen, das passiert morgen oder übermorgen oder in 3 Wochen. Von daher gibt es dazu jetzt im Moment nichts Neues zu sagen. Dirk Tietenberg. Über die Wohnungssituation in Hannover haben wir ja gerade schon gesprochen. Ich glaube, die Wohnungssituation in München ist ein bisschen prekärer noch. Ihre Familie lebt dort. Fürth war jetzt nicht ganz so weit weg. Gibt es die Überlegung, wir haben ja gehört oder auch geschrieben, dass es wieder eine Trainer-WG geben soll in Hannover. Das wird gewiss zu machen sein. Was sagt die Familie dazu und wie kriegen sie das geregelt mit der Entfernung? Gut, ich glaube, da spreche ich jetzt nicht nur für mich, sondern auch für andere. Wir haben eine endliche familiäre Situation. Wenn unsere Familie nicht hinter uns stehen würde, wäre das in dem Beruf gar nicht möglich. Und alles, was wir machen wollen und mit Überzeugung machen wollen, da stehen unsere Familien komplett dahinter. Und es gibt immer mal die Zeit, dass die Familie dann nach Hannover kommt. Und deshalb brauchen wir auch eine bisschen größere Wohnung. Ja. Das stimmt, dass die dann auch alle Platz finden. Und WG ist tatsächlich schwierig, das wäre natürlich unser Wunsch, um darauf nochmal einzugehen. Es hat sich einfach in den letzten Jahren jetzt so entwickelt, dass wir auch abseits des Fußballs eben viele Gemeinsamkeiten haben und das hat funktioniert und deshalb vielleicht auch, vielleicht sieht es der eine oder andere und hat eine Wohnung übrig für andere und für mich, könnt ihr euch gerne melden. Kevin Schwank meldet sich. Ich weiß nicht, ob er eine Wohnung hat, aber auf jeden Fall eine Frage. Vielleicht kann ich helfen, aber wir gehen mal ein bisschen in den Boulevard rein. Wenn Sie eine Trainer-WG machen, wie ist denn da die Rollenverteilung? Wer putzt? Wie sieht die Wohnung aus? Und wer kocht? Können Sie uns da mal ein bisschen was erzählen? Wer kocht, wer putzt, da muss ich sagen, sind wir faul. Ja? Wir gehen dann lieber essen. Putzen wird aufgeteilt, aber... wie gesagt, es hat jetzt 3,5 Jahre fantastisch geklappt und es sollte auch hier in Hannover klappen. Ganz hinten, mittig in der letzten Reihe. Ja, moin Herr Leitl, auch nochmal hallo von mir, Felix Schröder, dpa. Jetzt ist ja so, dass Sie mit Ihrem Vorgänger Christoph Dabrowski den Fußballlehrerlehrgang auch zusammen gemacht haben und als Ihr Name dann zum ersten Mal in diesem Sport1-Interview gefallen ist, gab es ja so ein kleines Kommunikationsproblemchen hier und Herr Dabrowski war ja dann auch auf der Pressekonferenz und musste sich dann sozusagen ja zu Ihnen auch schon sozusagen auslassen. Wie haben Sie diese ganze Situation aus der Ferne mitbekommen und beobachtet? Ja, ich habe das ja schon auch beantwortet, als ich noch in Fürth war, dass das natürlich sehr unglücklich war für die Beteiligten. Aber letztendlich haben wir ja in dem Fall auch nichts Falsches gemacht jetzt. Es war, um auf meine Perspektive zu kommen, ja, der Abstieg mit Greuther Fürth stand fest und deshalb war es ist dann auch für mich möglich, in intensivere Gespräche zu gehen. Und trotzdem tut mir das natürlich oder hat mir das leid getan, dass es dann rausgekommen ist. Ich habe dem Dabro auch geschrieben. Ja. Ich habe ihn auch schon hier in Hannover getroffen. Unser Verhältnis hat dadurch nicht gelitten. Ja, auch an der Stelle noch natürlich für Dabro auch maximalen Erfolg in Essen dann. Und wir werden sicherlich auch weiterhin guten Kontakt dann haben. Gibt es noch weitere Fragen an Stefan Leitl oder Markus Mann? Das scheint nicht der Fall zu sein. Einer hat, Dirk Tietenberg noch.
Ist jetzt vielleicht ein bisschen früh von einem möglichen Ende vielleicht zu sprechen, aber tatsächlich, da wir es ja jetzt schon hatten, gibt es eine Ausstiegsklausel in Ihrem Vertrag? Nein. Damit hat sich die Frage von Jonas Schemkus auch erledigt. Sind weitere Fragen noch aufgeploppt? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank für das Interesse. Vielen Dank, Markus. Vielen Dank, Stefan. Ein Hinweis noch auch an alle unsere Livestream-Zuschauer, die jetzt gerade die PK entweder auf der Website oder bei YouTube oder in der App verfolgen. Um 15 Uhr, da sehen wir uns wahrscheinlich gleich alle wieder draußen zum Training, wird der Trainingsauftakt natürlich auch ebenso wie die PK jetzt live gestreamt. Also wir sehen uns hoffentlich in jedem Fall. Vielen Dank für das Interesse und bis später. Vielen Dank. Danke.